Hallo Internet, das 19. Interview habe ich von der Moderatorin Johanna Maria Knothe erhalten. Während 4 Staffeln Bambule stand sie neben Sarah Kuttner vor der Kamera und jetzt versucht die quirlige Blondine ihr eigenes Projekt an den Start zu bringen. Worum es sich dabei handelt und wie du ihr dabei helfen kannst, wird sie uns gleich verraten. Außerdem wollte ich von Johanna Maria wissen, wie sie eigentlich ihre Akkus wieder befüllt und von wem sie Feedback zu ihrer Arbeit erhält. Bin gespannt auf die Antworten und wünsche viel Spaß mit dem Interview. Los geht's! Lieber David, vielen Dank für deine 5 Fragen an mich, die ich jetzt ja ehrlicherweise schon eine ganze Weile in meiner Schublade habe und auf der fetten To-Do-Liste. Jetzt geht's endlich los. Frage 1 ist die Frage nach dem zukünftigen Tun der Allzweckwaffe Knothe, welche ich bin dann wohl. Vielen Dank für dieses schöne Kompliment. Im Moment ist es so, dass mein Hauptprojekt ein Herzensprojekt vor allen Dingen der Business Salon ist. Das ist ein Crowdfunding-Projekt, also was, wofür ich und die Kollegen, mit denen ich das mache, kein Geld bekommen von einem Fernsehsender zum Beispiel, sondern wir möchten das aus eigener Tasche machen, aber nicht nur aus unserer eigenen Tasche, sondern eben aus den Taschen von allen Leuten, die Lust darauf haben, diese Sendung später mal zu gucken. Nämlich euch. Crowdfunding, genau, da kann man sich anmelden und dann Geld spenden. Von 10 Euro Beträgen bis hin zu alles, was da hast, ist eigentlich alles möglich. Das ist insofern spannendes Projekt, weil wir eben eigentlich im weitesten Sinne eine Talkshow machen möchten, mit mir als Moderatorin, was ich sehr schön finde, in der Frauen aus ganz verschiedenen Berufsbereichen miteinander sich austauschen. Über wie sind sie da hingekommen, welche Stolpersteine waren vielleicht im Weg, was hat ihnen dabei geholfen, rüber zu hüpfen über diese Stolpersteine, wann war Scheitern vielleicht doch am Ende ganz gut und woran wächst man eigentlich? Es geht also tatsächlich um dieses klassische, Frauen sitzen da und palavern über Themen. Nur, dass es in diesem Fall eben wichtige Themen sind, weil wir alle irgendwie Pläne haben. Wir wollen alle irgendwann mal irgendwo landen, ne, in unserem Leben. Wir wollen Familie haben, dann wollen wir aber auch noch neben der Familie, wollen wir auch noch irgendwie beruflich erfolgreich sein und so. Und das alles gleichzeitig ist total schwierig. Und da kann man schon mal drüber reden. Und genau das mache ich in den nächsten Wochen und das kann man schon mal sagen. Also alle mitmachen, da würde ich mich sehr freuen. Darüber hinaus bin ich mit verschiedenen Produktionsfirmen im Gespräch über andere Formate, auch für den TV-Bereich. Darüber darf ich aber leider noch nicht sprechen. Kommen wir zur nächsten Frage an einem völlig anderen Ort. Von wem bekomme ich Feedback zu meiner Arbeit und wessen Meinung ist mir besonders wichtig? Ich hoffe, der Wind ist nicht allzu schlimm hier auf dem Mikrofon. Ja, Familie und Freunde, wie das glaube ich bei jedem so ist. Wenn meine Eltern stolz sind auf das, was ihre Tochter so treibt, dann macht es mich sehr froh. Insbesondere meine Mutter ist eine scharfe Kritikerin mit Humor. Und wenn die was mag, dann finde ich das gut. Die verteidigt manchmal auch Dinge, von denen ich gedacht hätte, nie im Leben hätte sie das gut gefunden. Ansonsten habe ich eine Handvoll bester Freunde, die mich schon ganz viele Jahre begleiten und deren Meinung ist mir auch ziemlich wichtig. Wie füllst du deine Akkus auf, wenn du dich leer fühlst? Exakt so. Einfach mal raus. Ganz was anderes machen, als ich vorher gemacht habe. Das Umfeld wechseln, raus in die Natur, ab in den Wald, irgendwo rumklettern und Dinge tun, zu denen man eben sonst nicht kommt und die einen total stressen. Heute bin ich zum Beispiel bei meinen Eltern im Garten. Da kann man die Hand in die Erde stecken, wenn man rankommt. Und was umpflanzen und umtopfen und was ausgraben und hacken und jäten und weiß der Geier was. Alles Dinge, die mir dabei helfen, wieder klarzukommen. Jetzt schlafe ich ein, glaube ich. Was mich nachts wach hält, möchtest du gerne wissen. Das möchte ich selber mal gerne wissen, ehrlicherweise. Wobei bist du voreingenommen und warum? Lieber David, das ist eine extrem gemeine Frage, weil ich nur ungern zugebe, dass ich überhaupt jemals irgendwann voreingenommen bin. Ich versuche auch tatsächlich, das einzugrenzen, soweit es geht, und eben jedem Menschen die Chance zu geben, sich tatsächlich frei zu entfalten. Und dann kann ich ihn immer noch beurteilen. Das vorschnelle Urteilen ist noch nie gut gegangen.
dennoch kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es früher anders war, auch bei mir, und dass ich zum Beispiel sehr aufgetakelte Frauen mit so gemachten Fingernägeln und immer ordentliche Haare, das fand ich doof. Da dachte ich, ja, die könnte ich viel im Kopf haben, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Oder auch bei offensichtlich gut betuchten Menschen, die in Anzügen und übertrieben polierten Luxuskarren durch die Gegend fahren. Da habe ich auch mal gedacht, na, die haben wahrscheinlich keinen Anstand. Was auch Quatsch ist. Also in diesen beiden Punkten war ich mal voreingenommen, aber ich bemühe mich tatsächlich seit einigen Jahren darum, dass die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und eben nicht vorschnell zu urteilen. Puh. Das war mit Abstand die schwerste Frage. Sorry für die schweren Fragen am Schluss, aber vielen Dank für deine schönen Bilder. Und wenn dir zu Frage 4 noch was einfällt, dann lass einfach einen Kommentar hier. Jetzt zu dir da draußen. Heute möchte ich gerne wissen, was ist dein liebster Rückzugsort? Und wo verschlägt es dich hin, wenn dir alles zu viel wird oder wenn du einfach nur mal entspannen möchtest? Ich freue mich wie immer über Kommentare. Lass gerne einen Daumen da, wenn dir das Interview gefallen hat, und abonniere den Kanal, wenn du keine zukünftigen Videos mehr verpassen möchtest. Tschüss und bis bald.